So, wo haben wir überall Platz für weiter vorgeschobene Basen? Davon brauchen wir nämlich ein paar. Mach den Nicht Sumpf ein bisschen lieber frei. als das. Sofort. Wir müssen ja in die Arbeit. Wie ihr wünscht. Ja. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Gruppe 6. Unser spezifischer Abwehr- und Entfernungsangriffstrupp. Eure Siedler werden gesegnet. Natürlich. Erbarm, tötet mich nicht! Euer höchst wohlgeboren. Ich tue ja alles, was ihr wollt und bin zu allem bereit. Zu allem bereit? Bloß das nicht. Du rückst jetzt auf der Stelle alles raus, was mich über die Brücke bringt. Und zwar Drelli. Ja. Eure Eminenz, hier ist die zweite Brückenkurbel. Für alle Fälle noch ein Pott Wolfsfett. Und nicht zu vergessen, dieser Splitter, damit die Zahnräder nicht durchrutschen. Also, geht doch. Warum nicht gleich so? Ja, euer Durchlaucht. Wenn es euer Wunsch ist, kehre ich auch noch zu meinem Mann, Pia Schalupe-Schamürke, zurück und koche ihm wieder seine geliebten Bohnensuppen. Ja, das wäre schön. So, nun genug gefaselt, ich muss weiter. Hoffentlich begegnen wir uns nie wieder. Ja, wer weiß. Geh weg. Wie ihr wünscht. Natürlich. Jawohl. Was hat sie erwartet, was passieren würde? Zahltag. So, nun den Splint ins Getriebe. Nochmal schön Wolfs da drauf und zu guter Letzt die Kurbel rein. Mal sehen. Warum nicht gleich so? Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht. So, wir haben hier Platz. Den sollten wir nutzen. Eure Priester segnen die Bewohner. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wir verstärken Gruppe 8 mal wieder, damit wir das Gebiet hier besser freiroden können, bevor wir die Brücke überqueren und eventuell in eine Situation geraten. Das Tor ist zu. Dann vergesst alles, was ich gesagt habe. Wir entlassen die direkt wieder. Wenn wir heute Abend Feierabend haben, gehen wir alle gemeinsam einen Trinken. Ich werde gar nicht versuchen, mit den anderen Truppen rüber zu gehen, weil ich weiß, was passieren wird. Die Kanonen hier haben es nicht rüber geschafft, weil das Tor geschlossen ist. Natürlich, natürlich. Wie ihr befehlt. Feldherr Bernhard von Sachsen-Weimar, will euch unbedingt sprechen. Der Scout wird euch den Weg weisen. Am besten ihr folgt ihm einfach. Wie ihr wollt. Ja, Milord. Wie ihr wünscht. Ja. Bernhard von Sachsen-Weimar. Sofort. Wie ihr wünscht. Ja, natürlich. Wie ihr wünscht. Ja, Milord. Ja, natürlich. So soll es sein. Ja. Natürlich. Belagern wir diese Stadt hier gerade. Jawohl. Wie ihr wollt. Oh nein, warum ist Bloody Mary hier? Dario, Yuki. Wie ihr wünscht. Okay. Ja, natürlich. Ja, Milord. Ja. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Sofort. So soll es sein. So soll es sein. Ich will mir das Gelände noch ein bisschen ansehen, bevor wir zum Feldherrn gehen, der hier irgendwo sein wird. Jawohl, Herr. Ja, natürlich. Jawohl, Herr. Natürlich. Das. So soll es sein. Sofort. Wie ihr wollt. So soll es sein. Jawohl. Im Voraus erkunden kann erst einmal nicht so schaden. Natürlich. 1, 2, 3, 4. So ist das eine Pferderennen? Das ist. Das ist irgendeine Rennbahn. Wie das ist irgendwie so ein Wettspiel schon jawohl, wieder. Herr. Jawohl, Herr. Sofort. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das sind Bahnen. Müssen die da über diese Hürden irgendwie drüber? Ist das ein Hürdenrennen? Sofort. Jawohl, Herr. Wie ihr wünscht. Ja, Milord. So soll es sein. Sofort. So soll es sein. Ah, ein paar schöne Kameradenbrunnen. Ja, natürlich. Sofort.
Ja, natürlich. Okay, da ist der Feldherr. So soll es sein. Ja, ja. Ja, natürlich. Ja, Milord. Das sind einfach nur generelle Helden, die hier stehen. Wie ihr wünscht. Wie ihr wollt. Hirten speichern. Bevor wir mit irgendjemandem hier quatschen und das Spiel wieder entscheidet zu sagen, nur hier. Ja, Milord. Wie ihr wollt. Ja, natürlich. Wir meinen, das ist sowas wie seine Garde hier. Weil wir hier durch so eine komplette Gruppe an Helden durch müssen. Die haben sogar ihren eigenen Erek. Dann kommen wir mal über diese Strecke hier und reden mit denen. Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ich sollte mich bei euch melden. Was ist euer Begehr? Gute Frage, Fremder. Ich bin Bernard von Sachsen-Weimar. Oberbefehlshaber aller Reußen. Dies war mal meine Stadt. Meint ihr Reußen? Reußen? Keine Ahnung. War mal, was ist geschehen? Warum steht ihr vor eurer Stadt? Bitte berichtet. Vor gar nicht langer Zeit hat hier eine fürchterliche Schlacht stattgefunden. Da ich nicht darauf vorbereitet war, musste ich letztendlich die Stadt aufgeben. Bei dem Getümmel verlor ich zwar zu einem Überfluss auch noch den Stadtschlüssel. Wie kann ich euch helfen? Beweist eure List und eure Kampfkraft. Erstmal hier in den Arenen, außerhalb der Stadtmauern. Danach sehen wir weiter. Ach, und noch was. Solltet ihr zufällig meinen Stadtschlüssel finden, dann seid bitte nett und bringt ihn mir. Ihr habt einen neuen Auftrag erhalten. Hunde wollt ihr ewig leben. Stellt euch den Herausforderungen und besiegt oder vertreibt mindestens einen der Kampfhunde in... Was? Mit mindestens einem der Kampfhunde den Champion Bonzo. Viel Glück. Ah? Ja, Milord. Ja, natürlich. Okay, wenn ihr meint. So soll es sein. Natürlich. Ja, und wenn wir zufällig auf den Stadtschlüssel stolpern, nehmen wir den gleich mal mit. Hier will jemand mit uns reden. Hier sind wahrscheinlich die Hunde-Arenen. Natürlich. So soll es sein. Meint ihr, die haben die nötige Reichweite, um von hier aus in die Arena zu schießen? Sofort. Natürlich. Jawohl. Und uns verfeindete Hunde direkt zu töten? So soll es sein. Ja. Wie ihr wünscht. Oh. Wir kümmern uns darum. Ich tue Warum bist du denn mit dir gestorben? Ja, ist gut. Es ist Zahltag. Nö. So. Natürlich, wie ihr wünscht. Der Stadtschlüssel könnte da oben liegen. So soll es sein. Wie ihr wollt. Na gut, Bürgermeister. So, wie ihr wollt. Erik hat ja ein paar Wegfindungsstörungen in dieser Stadt. Oder in diesem Gebiet. Komm, bist du ruhig näher, junger Mann. Wieso das? Was gibt's jetzt zu sehen? Das müsst ihr gesehen haben. Danach wollte kein Hund mehr schlagen. Hunde schlagen? Hab ich nie getan. Das sind doch die treuesten Begleiter. Wölfe sind was anderes. Wie auch immer, bei mir könnt ihr Wetten abschließen. Warum sollte ich das tun? Nun, ihr könnt hier viel Gold gewinnen. Was muss ich machen? Geht zu den Hundezwingern und schaut euch die elenden Kampfhunde an. Merkt euch ihren Namen und kommt anschließend zu mir zurück. Ja, und dann? Wie geht's dann weiter? Das werdet ihr schon sehen. Nun geht erstmal zu den Zwingern und sprecht mit den Kötern. Prüft genau Vor- und Nachteile eines jeden Hundes. Ja, mach ich. Bis gleich. Ja, Milord. So soll es sein. Ja. Jawohl, Herr. Sofort. Ja, natürlich. Okay. Mama Kleiner, wie heißt du denn? Der Fetzer. Was sind denn deine Vorteile? Sag mir schon den Name. Im Zerfetzen. Und was sind deine Nachteile? Quietschhändchen. Ich liebe Quietschhändchen. Würdest du für mich in den Ring gehen? Klar doch. I am the greatest. Okay. Einen Moment. Wir haben Zerfetzer. Zerfetzen. Zahltag. Creature Entchen. Ich schreibe mir das direkt auf. Ich traue unserer Karte nicht. Wie ihr wollt. Und du, mein Freund, wie ist dein Name? Killer Dog.
Und was sind deine Vorteile? Ja, ich kenne alles und jeden. Und deine Nachteile? Ah, Stück die tollen. Vergesse ich alles andere. Würdest du für mich dein Leben opfern? Na klar doch. Darf ich dein Stöckchen holen? Killer Dog. Töten! Stöckchen. Holen. Fuck. Ich glaube, das Spiel ist abgekaspert. Hier ist die Edition, macht es bei zu auf Figma rein raus haben. Okay. Task Manager. Siedler, keine Rückmeldung. Task beenden. Und direkt neu starten. Dann müssen wir unseren Spielstand wieder laden. Ach ja. Gut Spiel. Laden. Laden. Eric, quatsch ihn einfach mal an. Sofort. Ja, ja, kein Problem, kein Problem, kein Problem. Ah, jetzt hat OBS auch das Spiel wieder erkannt. Schön. Herausforderung erhalten. Dann rennen wir alle runter. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold. Eure Beten. Siedler werden gesegnet. Ich tue mein Bestes. Ja, natürlich. Jawohl, Herr. So. Okay, hier ist nix. Ja, Milord. Das Rein- und Raustauschen wird ein richtiges Problem werden, wenn wir so viele Sachen notieren müssen auf die Art. Jawohl, Herr. Ja, natürlich. Jedes Mal hat das Spiel eine Wahrscheinlichkeit, so, dass beim Rausklicken er sich einfach selbst umbringt. Ja, jawohl, Herr. Genau, bei dem waren wir. So, danke, Harry Hirsch. Fort. Töter 1. Wie ihr wollt, so soll es sein. Fetzer. Ja, Milord. Da ist Killer Dog. Quick Save. Wenn wir wieder auf dem aktuellen Stand sind. Huch! Jana. Müssen wir den Namen verraten? Oh, Fleischwurst. Na prima, was sind deine Vorteile? Ich zerfleische jeden Gegner. Und deine Nachteile? Hündchen mach Männchen. Ich liebe es, Hündchen mach Männchen zu machen. Würdest du mich in der Arena den dicken Macker markieren? Ach, klar doch. Wenn ich da Hündchen machen, Männchen machen darf. Okay. Fleischwolf. Zerfleischen. Hündchen mach Männchen. Runde. So. Ja, Milo. Oh, das stinkt aber gefährlich. Wie ist dein Name? Fido. Kennst du mich nicht mehr? Oh nein, es ist er. Ach ja, Fido. Was machst du denn hier? Hast du irgendwelche Vorteile neben deinen unzähligen Nachteilen? Verstecken spielen. Und was ist neben Verstecken spielen dein schlimmster Nachteil? Durchfall. Nach jetzt 5 Minuten habe ich Durchfall. Ah, anscheinend nicht besonders gut geeignet als Kampfhund meiner Wahl. Ja, gar nicht. Wenn ich Durchfall habe, dann aber richtig. Jeden Gegner nimmt den Reis. Schon gut, das Ergebnis kann ich mir denken. Okay.
Bido ist auch dabei. Bido. Verstecken. Durchfall. Weiß doch auch nicht mehr. Liebe Gemeinde, ich weiß doch auch nicht mehr. Gut, gehen wir da oben erstmal schauen, ja, bevor wir mit dem Bürgermeister reden. Und das ist wahrscheinlich dann Bonzo, der Hund. Ja, Milord. Wie ihr wünscht. Natürlich. Ja, natürlich. So soll es sein. So, besiegt auf der Treppe mit mindestens einem der Kampfhunde den Champion Bonzo. Viel Glück. Heißt, wir können es mit mehreren machen? Ja, natürlich. Jawohl. Natürlich. Ja, Milord. Ja, Milord. So soll es sein. Ich möchte den Strand nochmal absuchen, ob ich irgendwie einen Schlüssel finde oder so. Wie ihr wollt. Und irgendwie habe ich die Vermutung, dass Fido den gefressen hat. Natürlich. Ja, natürlich. Aber gut, gehen wir zum Bürgermeister jetzt zurück. Quick Save. Oh nein. Habe ich jetzt F6 oder F7 gekriegt? Denn ich bin auf beide Tasten gleichzeitig gekommen. Finden wir es heraus. Das sieht sehr stark nach einem Quick Load aus. Jetzt geht noch mal jeder aufs Kühlschrank geladen. Dann können wir los. Okay, wir haben zuerst gespeichert und dann direkt geladen. Okay, gut, von mir ja, aus. Natürlich. Jawohl, Herr. So soll es sein. Wir gehen einmal ganz kurz durch diese Arena durch. Wie ihr wollt. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Sofort. Du belagerst deine eigene verdammte Stadt. Und machst ein Turnier. Ja. Na, junger Mann. Alle Kampfhunde begutachtet. Alle Stärken und Schwächen ausgelotet. Ja, hab ich. Schöne Tiere darunter. Bis auf einen gewissen Fido. Gut, dann zur Sache. Hier meine Supertöle, Bonzo. Ich wette, dass keiner eurer Kampfhunde auch mal eine einzige Runde in der Arena übersteht. Ha, das werden wir sehen. Ich setze 500 Gold pro Kampf. Gewinnt auch nur 1 Euro Hunde, erhaltet eure gesamten Einsätze zurück und meine verdoppelt noch dazu. Verlieren alle eure Hunde, ist euer Einsatz pro Hund natürlich futsch. Das gilt allerdings auch für die Hunde, die ihr eventuell nicht in den Ring schickt. Aus welchen Gründen auch immer. Ist das nicht ein tolles Angebot? Was ist? Wollt ihr einem eurer Köter gegen Bonzo antreten lassen oder nicht? Zerfetzer wählen, Zerfetzer spielt lieber. Alle 5 Minuten hat der Hund aber Durchfall, wurde gesagt. Okay, wählen wir Zerfetzer. Prima, mal sehen, ob ihr genug Gold dabei habt. Haben wir? In Ordnung, ihr habt genug Gold. Okay, ich schicke meinen Hund in den Ring. Geht zur Arena und beobachtet den Kampf. Viel Glück. Sofort. Ach, das ist eine Beobachtungssache. Natürlich. Lasset die Furcht von euch abfallen und kämpft. Okay, funktioniert so nicht. Schade. Natürlich, natürlich. Was ist das denn da im Wald? Oh, das ist ja mein alter rosarotes Quietschhähnchen. Da liegt noch nichts mehr hin. Ja, schnapp zu einem Quietschhähnchen, du Weichei. Der nächste bitte. Wie ihr wünscht. Fido wird das machen. Hey, was ist das denn? Dann wählt meinetwegen einen neuen Gegner für Bonzo. Egal was er kommt, der ist unschlagbar. Ja, dann sei mal nicht so sicher. Wollt ihr einen neuen Köter gegen Bonzo antreten lassen oder nicht? Killer Dog. Hey, mal sehen, ob ihr genug Gold habt. In Ordnung, ihr habt genug Gold. Ich schicke mal nur den Ring. Ja, ja, natürlich. Die Sache ist, Fido kann sich verstecken. Vielleicht kann er sich irgendwo verstecken. Und dann, kriegt er das für 5 Minuten durchhalten. Oh, wir haben da ein Stöckchen geworfen. Dann aber schnell hinterher und artig Stöckchen suchen. Ja, hau schon ab zu deinem Stöckchen. Du Nächster, der Nächste. Wie ihr wünscht. Was war das denn? Ja, dann wird meinetwegen ein neuer Gegner von Bonzo. Egal was kommt, der ist unschlagbar. Na, sei mir nicht so sicher. Ja klar. Fleischwolf.
Prima, weiß nicht, ob ihr genug Gold dabei habt. Natürlich wird Fleisch und jetzt auch gleich Männchen machen. Ja, natürlich. Aber Fido kriegt ja Durchfall. Muss das regeln. Aber wir müssen natürlich alle Hunde scheinbar durch. Oder ich hätte einfach jeden einzelnen Hund ablehnen können in der Situation. Oh, da hatte ich einen gerufen Fleisch. Da hatte ich einen gerufen Fleisch. Wolf, komm zu mir, mehr, mach Männchen. Ich hätte hier nichts mehr. Ich muss unbedingt zu ihm und mein Männchen machen. Ja, hau schon ab, Männchen, du Schoßhündchen. Der Nächste. Fido, scheiß ihm zu. Dann wird noch ein letzter Favoriten für Bonzo. Ich sag doch, Bonzo ist unschlagbar. Das bringt mir einen Batzen Gold. Jetzt schicke ich Fido ins Rennen. Ihr wollt nicht einfach diesen Nichts-Fido gegen meinen Super... Ihr wollt nicht einfach diesen Nichts-Fido gegen meinen Super-Bonzo antreten lassen. Ich habe mich kaputt. Überlegt euch das gut. Fido. Mit Totlachen. Ich werde auf alle Fälle Gold prüfen. In Ordnung, ihr habt genug Gold. Okay, das letzte Hund. Auf zum Endkampf. Ich schicke meinen Hund in den Ring. Zahltag. Oh. Nun. Ui, du, ich war das so, jetzt kein Aufschub. Arena hin, Arena her. Oh, dieser Gestank, das hält dich aus. Ich gebe auf, ich hau ab. Wusste ich doch. Ja, hau bloß ab, du Bonzo. Du eingebildeter Dackel. Oh, verschickt dann meine allerwertesten einen Schlüssel? Wusste ich doch. Hier muss Bonzo ausgebrochen haben. Als ich übel wurde. Ach, verstehe ich nicht. Okay, Bonzo hat ihn gegessen, nicht Fido. Chef, ich habe ja einen Schlüssel für dich. Klingt zwar etwas, aber vielleicht kannst du ihn trotzdem gebrauchen. Ja, Milord. Ja, natürlich. Jawohl, Herr. Ja, natürlich. Wir haben deswegen alle vorher benutzt, weil wir unseren Einsatz zurückbekommen und seinen doppelt drauf. Jawohl, Herr. Wo ist denn erstmal Bonzo hin? Habt ihr etwa diesem Stinker Fido auf ihn gehetzt? Das sind unfaire Kampfmethoden. Ja, nix da. Gewonnen ist gewonnen. Der hat euren Super Bonzo einfach in Fort gemieft. Nun rückt nämlich die Kohle raus. Das macht meinen gesamten Einsatz von 2000 Gold plus euren verdoppelten Wetteinsatz. Macht summa summarum 6000 Gold. Her damit. Ist das schon gut. Ihr habt euer Gold. Nun geht mir aus den Augen. Herr, man hat euch mit einem... Eure Arbeiter empfangen den Segen durch die Priester. Okay. Schlüssel haben wir. Stellt euch die großkotzigen Herausforderungen und besiegt und vertreibt alle Kämpfer in der Kampfarena. Viel Glück. Jawohl. Ich muss doch, wir kommen jetzt zum nächsten Minigame hier. Theoretisch kann Eric mit allen fertig werden. Praktisch gesehen werden wir zusammengeschlagen werden. Durch irgendwelche Gründe. Nun kommen Sie ruhig näher, junger Mann. Wieso? Was gibt's denn so Besonderes? Hier im Ring könnt ihr an Wettkämpfen teilnehmen. Und was habe ich davon? Nun, ihr könnt hier viel Gold gewinnen. Wie lauten die Kampfregeln? Jeder der Mitstreiter, den ihr zum Kampf auffordert, bietet eine Siegesprämie. Wie viel das ist, erfahrt ihr, wenn ihr mit ihm sprecht. Wenn ihr gegen ihn oder sie kämpfen wollt, müsst ihr die gleiche Summe setzen. Der Gewinner erhält alles, wer aufgibt, hat verloren. Wenn ihr daran teilnehmen wollt, müsst ihr mir ein Startgeld von 500 Gold zahlen. Geht ihr aus einem Kampf als Sieger vor, dann könnt ihr einen neuen Gegner herausfordern. Alles verstanden? Alles klaro, hier mein Startgeld von 500 Gold. Her mit dem ersten Gegner. Halt nicht so feierlich. Habt ihr überhaupt so viel Gold? Ja, natürlich. In Ordnung, dann versucht mal euer Glück. Bevor ihr gegen einen Gegner antretet, rate ich euch, mit ihm hier zu speichern. Sicher ist sicher. Wer weiß, was auf euch zukommt. Ich will es mal so sagen. Das hier macht mir am meisten Sorgen. Dieser Bärenmensch. Mit den Helden kann man vielleicht schauen. Der Bärenmensch ist so ein Umstand, weil ich gehe nicht davon aus, dass der Kampf Vanilla ist. Aber der würde nur einen Schaden von jedem Schlag kriegen, den wir ihm geben. Der wäre ganz schön übel. Alle anderen würden regulären Schaden kriegen. Theoretisch, wenn alles wunderbar läuft. Denn die haben so eine komische kaputte Rüstung. Also,
Also die Pelzrüstung funktioniert irgendwie ganz komisch bei denen. Ja. Was? Du willst gegen mich kämpfen? Ich mache da sogar meinen Falke fertig. Immer große Klappe, Weichei. Sag, dein Einsatz und ich entscheiden. Sag, dein Einsatz und ich entscheide, ob du den wert warst. Ich biete 500 Gold. Es ist gebongt. Ich halte mit 500 Gold dagegen. Lass uns nun das in der Arena austragen. Du siehst nicht nach 500 Gold aus. Lass mich mal deinen Schottenrock greifen. Untersteh dich. Geh mir ja nicht an die Wäsche, du. Oh. Huch, was ist das für ein prächtiges Goldstück neben deinen vielen Goldhallen, mein Süßer. Egal, das klären wir später. Ihr habt jedenfalls genug Gold. Dann geh schon mal in den Ring. Werd auch ganz vorsichtig mit deinem Goldstück umgehen, das wäre doch zu schade. Schnucki. Oh je. Schnucki! Geh mir von der Wäsche. Dir werde ich es gleich zeigen. So soll es sein. Dein Mentor wünscht uns viel Glück. Quick Save, damit wir das Gespräch nicht nochmal durchskippen müssen, wenn wir unweigerlich sterben. Ah, jetzt gehen wir in den Ring, um belästigt zu werden. Na toll. Angriff! Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen. So, das macht Eric jetzt. Drake könnte gefährlich sein, wenn er seine Fähigkeiten benutzt, aber ich glaube, das macht er nicht. Wenn Mary ihre Fähigkeiten benutzt, wäre sie übel. Wenn Vark seine Fähigkeiten benutzt, gewinnen wir trotzdem, wenn wir unsere aufgeladen haben. Eric gegen Eric? Albtraum. Also unter Fähigkeiten das gewinnen wir gegen alles, außer den Bärenmenschen hier wahrscheinlich. Und falls das ja ein Superhauptmann ist, dann kriegen wir davon was ab. Bitte, nicht mehr hauen. Ich habe sowieso schon die Hosen voll. Ich hau ab. In die Büsche. Hast du mal Toilettenpapier? Hau schon ab. Ja, mit der Kohle. Wo wir da bei Profanitäten sind. Das beispielsweise ist ein Wort, das ich benutzen würde. Das ist nicht mein Stil. Ja, natürlich. Das ist unter meiner Würde. Beten. Eure Priester also. Segnen die Bewohner der Stadt. So soll es sein. So, die Kanonen setzen wir hier hin. Wir warten noch, dass Eric seine Fähigkeiten regeneriert hat, bevor wir irgendwo in den Ring schicken. Sag mal, euch kenne ich doch. Seid ihr nicht Pilgrim von Bitterbier? Nee. Pilgrim von Bitterbier ist mein versoffener Stiefbruder. Ich bin Pilgrim, Doppelblock. Ach nee, noch so ein Suffkopf. Frechheit! Komm mit mir in den Ring, du Schnösel. Ich werde 800 Gold, dass ihr keine 10 Sekunden gegen mich besteht. Abgemacht. Ich setze dagegen. Lass es in der Arena austragen. Danach gibt's ja einen Trunkenbold weniger. Danke Worte. Nächster Enter. Hast du überhaupt genug Gold? Ja. Ja, hab genug Gold. Dann gehe ich schon mal in den Ring. Wenn ihr genug Mumm in den Knochen habt, dann folgt mir, Grünschnabel. Der Mentor wünscht euch viel Glück. Wir haben auch Zeit. Wir brauchen noch hier die Aura der Stärke gleich wieder. Ja, natürlich. Die wird fertig sein. Natürlich. Ja, Milord. Sofort. Für die Ehre! Einer eurer Helden wird angegriffen. Und haben wir das? Der Sieg wird unser so. Sein. Ach ja, genau. Wir haben in diesem Spielstand noch scheinbar nicht die Dinge. Dürfen die Gebäude bauen oder ist es einfach verboten? Vergesst es. Wir hatten noch welche gebaut. Aber gern. Na gut. Na gut. Die Sache ist halt, auf der Karte sind mir einige der Beleidigungen zu unkreativ. Ich bin ein bisschen zu elitär, was das angeht. Ich hab. Dann gibt's Freibier. Hau schon ab, du Softkopf. Mit der Kohle. Fertig, Meister. Ja. Wie ihr wünscht. Fertig. Natürlich. Wir bereiten hier direkt einfach Kanonenindustrie vor. Ja, ja. Natürlich. So. Ja, natürlich. Zahlen. Wie ihr wünscht. Wir scheinen alle nicht ihre Fähigkeiten zu benutzen. Das heißt, mit jedem müssten wir fertig werden können. Es ist Zeit. Wir sind aber noch nicht vollständig regeneriert. Unsere Fähigkeiten sind noch nicht bereit. Das ist Zahltag. Eure Priester segnen die Bewohner der Stadt. Die Sache ist. Ich weiß, damals. Es ist halt die Sache, dass. Ich persönlich habe nichts gegen böse Worte. Worte verletzen nicht so mein Gefühl durch ihre pure Existenz. Wie gesagt, Intention und Kontext macht die Sachen bei mir immer aus.
Aber das hier ist eher so ein Fall von dem Versuch, schwarzen Humor auszuleben. Das Problem ist, wenn schwarzer Humor nur aus dem Umstand besteht, böses Wort lustig, dann verliert er sehr, sehr schnell sein dann wird er einfach sehr, sehr schnell Fahrt. Ausbau fertig. Ja, natürlich. So, Salem. So, der nächste bitte. Ihr seht so fremdartig aus. Kommt wohl nicht von hier, oder? Salam alaikum, Fremder. Salam alaikum, mein Name. Was wollen ihr von mir, Unwürdiger? Ich fordere euch zum Duell in der Kampfarena. Wie hoch ist euer Kopfgeld? Unwürdiger Sohn einer Blindschleiche. Ich euch werde zermalmen mit dem Ring. Ich zahle 1000 Gold in Allahs großen Topf, gebrannt aus Schweiß und Ton. Abgemacht, ich setze dagegen. Dann lasst uns das in der Arena austragen. Starke Worte, Ungläubiger. Ich zuvor werde prüfen deine Gold. Bei Allah, wir haben genug Gold. Dann ich gehe schon mal in den Ring. Ja, natürlich. So, dann schlagen wir ihn. Streitet furchtlos. Vorsicht, Kameraden! Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen. Das regelt er dann mal ganz kurz. Ach ja, und sonst so. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Ich hau ab. Ich will mich verneigen nach Mekka. Inshallah. Ja, hau schon ab. Her mit der Kohle. Wie ihr wünscht. Erik macht das schon. Ich habe alles im Griff.